Ein gebrauchtes Auto in Thailand an- oder ummelden. Darum geht es in dem heutigen Video. Viel Spaß. Ein Video darüber, was man beim Autokauf hier beachten muss oder worauf man achten muss, damit man eben auch wirklich ein gutes gebrauchtes Auto kauft. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr hier oben sehen. Das verlinke ich euch hier mal. Wenn ihr ein gebrauchtes oder ein neues Auto bei einem Händler kauft, dann macht er meistens die ganze Abwicklung für euch und meldet das Auto auch an. Wenn ihr aber ein Fahrzeug bei einer Privatperson kauft, dann müsst ihr die An- oder Ummeldung eben selber machen. Oder ihr beauftragt eine Agentur dafür, das geht natürlich auch. Aber das kostet natürlich wesentlich mehr, als wenn ihr das selber macht. Zum An- oder zum Ummelden braucht ihr folgende Unterlagen. Euren Pass und natürlich das Visum. Das Visum muss eigentlich ein Non-Immigrant-Visum sein. In den seltensten Fällen geht es auch mit einem Touristenvisum. Aber ich würde mich da nicht drauf verlassen. Mir wurde die Aussage gegeben, dass man auf jeden Fall ein Non-Immigrant-Visa dazu braucht. Dazu noch Passbilder, 2 bis 3 Stück, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann natürlich noch das Certificate of Resident, was ihr von der Immigration bekommt. Oder eben das gelbe Hausbuch, wenn ihr eben hier in einem Haus wohnt mit eurer Frau zusammen oder ihr Hausbesitzer seid. Von all diesen Sachen werden auch noch Fotokopien benötigt und jede Fotokopie muss von euch unterschrieben sein. Von dem Verkäufer benötigt ihr auch eine Kopie von seinem Ausweis, auch eine Kopie von dem Visum, wenn es ein Ausländer ist und von einem Ausländer natürlich auch das Certificate of Resident oder eben eine Work Permit. Dazu noch Unterlagen von dem Fahrzeug natürlich, das blaue Buch, wenn es ein Auto ist und das grüne Buch, wenn es eben ein Motorrad ist. Den Kaufvertrag von dem jeweiligen Fahrzeug in thailändischer Sprache und 3 ausgefüllte Formulare, die es dort beim Landtransport Office eben gibt. Diese Formulare sind leider nur in thailändischer Sprache und da muss man sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen, um die auszufüllen. Oder ihr nehmt euch eine Person mit, die thailändisch eben spricht und schreiben kann und lasst diese Sachen von ihr ausfüllen. Und natürlich das Fahrzeug selber müsst ihr natürlich auch mitbringen. Ihr solltet in dem blauen Buch oder in dem grünen Buch, wenn es eben ein Motorrad ist, unbedingt darauf achten, dass der Verkäufer auch in dem blauen Buch eingetragen ist. Wenn nicht, kann das mal große Probleme geben, gerade wenn er vielleicht noch in einer anderen Provinz wohnt. Sehr wichtig ist es auch, dass in dem blauen oder eben in dem grünen Buch der Besitzer, der jetzige Besitzer eben auch, wo er eingetragen ist, dass er dort auch unterschrieben hat. Das ist auch eine Sache, auf die hier beim Landtransportamt auch geachtet wird, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, dann kommen wir mal zum Ablauf, wie das Ganze abläuft. Also mit diesem Fahrzeug natürlich zum Landtransportoffice fahren, dort dann alle ausgefüllten Dokumente und eure eigenen Dokumente und die vom Fahrzeug abgeben. Alle Unterlagen und Dokumente werden da jetzt natürlich erstmal auf Vollständigkeit überprüft. Danach muss das Auto noch zur technischen Überprüfung. Das heißt, da wird dann auf jeden Fall nochmal nachgeschaut, ob das Auto im Allgemeinen verkehrssicher ist und dass natürlich auch die Fahrgestellnummer und sowas alles mit den Papieren übereinstimmt. In einigen Provinzen ist es so, dass diese Überprüfung direkt auf dem Gelände von dem Landtransportoffice eben gemacht wird. Aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich bei jedem so ist oder ob ihr vielleicht das Gelände nochmal verlassen müsst oder vielleicht nochmal woanders hinfahren müsst. Aber das wird euch auf dem Landtransportoffice auf jeden Fall gesagt. Ja, wenn das erledigt ist, wieder in das Büro des Landtransportoffice reingehen und jetzt muss die Steuer für das Auto eben bezahlt werden. Wenn das Auto noch eine gültige Steuerplakette hat, entfällt das natürlich. Bei Gebrauchtwagen ist es meistens so, die Steuer wird für ein Jahr bezahlt und wenn der Verkäufer es innerhalb von diesem Zeitraum eben verkauft, dann bekommt er eben das Geld auch von der Steuer nicht zurück, sondern das verbleibt beim Auto, so dass wenn er das nach einem halben Jahr verkauft, wenn er die Steuer bezahlt hat, dann habt ihr noch ein halbes Jahr Zeit und fahrt im Prinzip auf seine Steuerplakette. Was aber kein Problem ist, das ist absolut normal. So, hier zeige ich euch mal, wie die aussieht. So sieht also eine Steuerplakette aus. Die Steuerplakette wird links unten von innen in die Windschutzscheibe reingeklebt, sodass sie von außen eben gut sichtbar ist und man eben auch lesen kann, wann sie abgelaufen ist und wann sie eben erneuert werden muss. Ja, bei dem Motorrad ist die Steuerplakette meistens hinten neben dem Nummernschild angeschraubt in so einem kleinen Röhrchen. Das seht ihr hier auf diesem Foto. Und da befindet sich die Steuerplakette drin. Als nächstes die Versicherung. Die muss natürlich auch nachgewiesen werden. Es gibt hier in Thailand
eine gesetzliche Pflichtversicherung, die jedes Fahrzeug haben muss. Die Pflichtversicherung bleibt auch bei dem Fahrzeug. Das heißt, wenn der Verkäufer euch das Fahrzeug verkauft während des ein Jahres, sie gilt immer für ein Jahr, dann könnt ihr auch problemlos auf diese Versicherung von dem Vorbesitzer eben weiterfahren. Das ist hier auch völlig normal, das spielt keine Rolle. Und diese Pflichtversicherung kostet 645 Baht im Jahr. Das sind ungefähr 16 Euro, aber sie deckt natürlich auch nur wirklich sehr, sehr kleine Summen ab. 645 Baht ist für ein normales Auto, für eine Limousine. Wenn ihr euch allerdings ein Pickup kauft oder etwas Größeres, dann werden dafür ungefähr 970 Baht fällig. Ja, in Thailand heißt sie auch die Poror-Bor-Versicherung, so wird die hier genannt. Und ich erzähle euch mal ganz kurz die Leistung, damit ihr da so einen kleinen Überblick habt, dass die wirklich nicht wirklich viel abdeckt. Das wären medizinische Kosten, also Kosten für die medizinische Behandlung von Verletzten aufgrund eines Autounfalls, wie Krankenhausrechnungen, Arzthonorare oder verschreibungspflichtige Medikamente. Und da ist die Haftungsgrenze von der gesetzlichen Versicherung bis zu 80.000 Baht pro Person. Verluste lebenswichtiger Organe, wie zum Beispiel Herz, Lungen, Nieren oder eben auch die Leber, aufgrund eines Autounfalls, da liegt die Haftungsgrenze der gesetzlichen bei 200 bis 500.000 Baht. Tod oder Invalidität aufgrund eines Autounfalls, da liegt die Grenze bei 500.000 Baht. Ja, und die tägliche Entschädigung zur Sicherung des Lebensunterhaltes liegt hier pro Person bei 200 Baht pro Tag und gilt für maximal 20 Tage. Ja, bei diesen geringen Summen empfiehlt es sich auf jeden Fall, noch eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Diese zusätzliche Versicherung kann man bei allen internationalen Versicherungen abschließen, wie zum Beispiel die AXA oder die Allianz, die hier auch in Thailand vertreten ist. Oder eben auch bei der Bangkok Insurance, das ist eine thailändische Gesellschaft. Um hier nun mal einige zu nennen, aber diese Versicherung kann man auch problemlos im Internet finden. Dabei wird hier zwischen drei Klassen entschieden, und zwar zwischen den Klassen 1, Klasse 2 und Klasse 3, wobei Klasse 1 hier die allerbeste Versicherung ist, die man hier zusätzlich für die Kfz abschließen kann. Wenn die Unterlagen alle vollständig sind und euer Auto auch hier die technische Sicherheitsprüfung überstanden hat, dann seid ihr damit schon auf einem guten Weg. Ihr müsst jetzt nur noch die Gebühr bezahlen für die ganze Anmeldeprozedur. Von den Kosten her ist das natürlich jetzt ein bisschen variabel, sage ich jetzt mal. Und zwar hängt das natürlich davon ab, ob ihr A, noch einmal diese Pflichtversicherung eben kaufen müsst für ja, 645 Baht für ein normales Auto, eine Limousine, oder vielleicht 960 Baht für ein etwas größeres Auto, ein Pickup. Oder ob ihr eben vielleicht auch noch die Steuer bezahlen müsst, vielleicht war die abgelaufen. Also so genau kann man das nicht sagen. Die Steuer liegt hier, also ich sag mal, für ein relativ kleines Auto müsst ihr zwischen 1300 und 1500 Baht als Jahresgebühr rechnen. Also normales Auto, eben eine Limousine. Berechnet wird das hier auch nach Hubraum. Also es kommt eben auf den Motor drauf an. Ne? Also 1,3 Liter Maschine kostet hier 1360 Baht im Jahr. Ja, die eigentlichen Kennzeichen sind nicht so wirklich so teuer. Ja, da Kosten für die reine Ummeldung oder Neuanmeldung liegt ungefähr so bei 500-600 Baht. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf eure Provinz an, welche Provinz das ist. Also die Kosten sind nicht unbedingt immer gleich. Fürs Motorrad zum Ummelden könnt ihr ungefähr so die gleiche Summe rechnen. So, wenn das alles erledigt ist, mit viel Glück ist das in ungefähr einer Stunde alles durch mit den Papieren. Danach bekommt ihr noch einen Termin und dann könnt ihr ein, zwei Tage später das Kennzeichen abholen und damit ist der ganze Fall dann schon erledigt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich habe das Video gemacht, weil ich da überhaupt keine verlässlichen Informationen oder Zahlen irgendwo gefunden habe, im Netz gefunden habe. Und deswegen war ich die letzten Tage hier bei dem Landtransportamt und habe da mal direkt nachgefragt. Und damit wurden mir diese Zahlen und der Ablauf eben genannt. Damit kommen wir schon zum Ende des heutigen Videos. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da, vielleicht auch ein Abo. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch vielleicht mal ergangen ist, ob ihr da Erfahrungen gemacht habt, ob ihr schon mal selber ein Auto angemeldet habt. Das würde mich mal gerne interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao, ciao.